Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Talentshow. Wir befinden uns mittlerweile in Woche 87 und mit dabei ist der Max. Hallihallo. Hallöchen. Ja, ihr seht schon, diese Woche spielen wir mal wieder einen Barbaren. Und der sieht wie folgt aus: einen ganzen Wirbelwind-Barbaren und zwar einen Blitzwirbelwind-Barbaren. Wir haben das normale Zorn der Ödlande an, also der Fleisch macht ein bisschen mehr Schaden, ist aber unrelevant. Wirbeln macht mehr Schaden, beziehungsweise, ja, seht das, das extra seit 10.000. Prozent mehr Damage, das merkt ihr gewaltig. Ihr braucht eigentlich nur Wirbeln festhalten, eure Cooldowns aktivieren. Ja, dann fallen die Mobs eigentlich relativ easy um. Ja, jetzt könnte man das noch verbessern, indem man noch zwei Waffen einpackt. Max, helf mir kurz auf die Sprünge, das waren. Die beiden Barbarenwaffen, kein Schimmer, wie sie heißen. Spontan. Ja, aber die zwei Einhänder, die mit Wirbelwind agieren. Wenn ihr es wisst, schreibt unten rein. Ich komme gerade nicht drauf, ich müsste nachgucken, aber das ist jetzt doof. Ganz vorteilhaft, dass wir noch einen Ring, den wir anhaben, den Schädelgriff, der macht ein bisschen mehr Wirbelwindschaden. Ganz nett. Und der Rest ist einfach nur so Lückenfüller, sage ich, behaupte jetzt einfach mal. Ja, was noch sinnvoll ist, ist der Ring im Cube. Damit kann man natürlich viel Schaden vermeiden, wenn man ab und zu mal einen Furious Charge drückt. Genau, aber das ist, wenn er so vor eine große Gamegruppe mal rauscharge und wieder reinwirbelt, habt ihr den Effekt und dann reicht's auch, wenn er dann euren Erdrutsch zündet oder euren Zorn des Berserkers und dann fällt die Gruppe eh um. Das werdet ihr gleich sehen. Also die Gruppenwoche ist wieder wirklich simpel und einfach. Wir werden es gleich sehen. Los geht's, ja, Max. Oder hast du noch was? Los, nö. Dann geht's los. Jetzt schon, wir können hier ein bisschen Charge. vorwirbeln und dann einfach nachwirbeln. Der Rest fällt einfach um. Da läuft der Max falsch. Da muss der Max jetzt die Nahhut machen, ist ja auch egal. Oh, shit happens. Wie gesagt, bei den blauen Gruppen ein bisschen aufpassen, aber eigentlich ist es kein Thema. Haben wir. So. Ihr seht, es fällt einfach alles um. Ich blende euch am Ende nochmal die Karte ein, damit ihr seht, wo ihr langlaufen müssten solltet. Hier kann man schon mal Naja, den Blitz laufen. effektiv ist es nach oben laufen, mehr ist es nicht. Ja, prinzipiell schon. Aber ich glaube, die Zuschauer finden es immer mal ganz nett, wenn wir es einblenden. Ja, das ist richtig. Ist jetzt Hier hier, einmal nach zack. oben. Genau. Ich weiß nicht, was da war, wo der Max lang gelaufen ist am Anfang, aber Gar nichts, unrelevant. Sackgasse. Sackgasse ist ein bisschen Trash. Also Ja. nicht mal viel Trash. Oh, schön alles einsammeln, dann Explosion aufzupassen, weil teilweise seid ihr echt squishy, wenn ihr nur im Wirbeln seid, habt ihr zwar ein bisschen mehr Resistenz, aber wenn ihr euch nur normal bewegt, fallt ihr recht einfach um. Ist dann auch mal doof. So, auch hier sind wir gleich schon fertig mit der Ebene, hier ist noch eine gelbe Gruppe irgendwo. So, Ja, jetzt hier haben wir noch irgendwo in der kurz noch, Mitte. haben wir noch eben die Kugel ein, bin gefreezed, das ist nicht so schön. Genau, dann läuft der Max heute wieder falsch. Ah. Ja, hier unten ist relativ viel Trash, Trash. deswegen kann man das mitmachen. So. Aber auch hier blende ich die Karte ein, zack, seht ihr. Dann geht's weiter. Jetzt teilen wir uns wahrscheinlich kurz auf. Ja. Gut, du gehst weiter, dann geh ich hier unten lang. Also ich blende euch gleich den Weg einfach Max, sobald er mich wieder eingeholt hat. Wir haben uns hier noch ein bisschen aufgeteilt, einfach weil es ein Rundgang ist quasi ist. Und es macht keinen Sinn, wenn wir uns hier doppelt auf, also doppelt hintereinander herrennen. Wir wollen ja ein bisschen Zeit sparen und irgendwo in die Top 10 kommen der besten Liste. Ihr kennt uns ja. Zumindest die Stammzuschauer. Wo kommt denn dieser einzelne Mob hierher? Keine Ahnung. Er ist tot. So, Eile läuft. Merkt. So, ihr habt das an der Gruppe, aktivieren mal kurz alles. Also ihr seht, sofern ihr wirbelt, ist alles easy, alles einfach. Ups. Kurz hier den Max Weg einblenden, Max hier oben lang gelaufen und dann hier runter. Jetzt soll ich weiter wirbeln, sonst bin ich tot. Und dann kommt auch schon der Boss. Auch dort werden wir jetzt einfach durchwirbeln, alles aktivieren. Einmal kurz vorchargen. Nochmal chargen, habt ihr nämlich so ein bisschen mehr Resistenzen und dann ist der Boss down. Wieder So ein ist sehr es. einfacher Rift.
Blizzard hat sich leider Ja, nicht. es ist effektiv Rechtsklick gedrückt halt dieses Mal. Also wirklich, mehr muss man nicht machen. Ja, genau. Und hast du 1, 2, 3, 4. Also ich habe es jetzt nicht umgebindet, Die ihr könnt euch das ja umlegen. braucht man nicht, ja, aber die braucht man Nein, nicht die braucht man effektiv. nicht. Ab und zu habt ihr vielleicht Folgen gesehen, da haben wir es umgebindet, haben wir uns wieder, wie es uns besser passt, umgebindet, aber diesmal braucht ihr sie nicht. Aber das sind einfach nur Hilfsmittel, ja, damit es einfach noch ein bisschen noch einfacher wird quasi. Aber gut. Ja. Die Zeit für diese Woche vorerst 3:15. Ihr kennt das, wir machen einen Nachtrag, indem wir einen uns ein bisschen verbessern. Wir werden auf jeden Fall einen Nachtrag machen. Hast du mal auf die Bestenliste geguckt? Ja, ich weiß, wir sind Platz 11. Ja, das ist nicht 12. 10. Aber kurz davor hätte ich die Karten hier eingeblendet, wären wir etwas effektiver gelaufen, hätten wir die 12 oder die 10 geknackt, weißt du. Ja, das ist schon Vielleicht richtig. knacken wir auch die 8, indem wir einfach schnell genug sind und setzen uns damit auf Platz 2. Aber der Undertaker ist wieder mal oben dabei und ja, sehr schnell gewesen. Aber naja, wenn ihr das Ganze schon kennt und fleißig mit dabei seid, dann lasst doch mal Abo, Daumen und Feedback da. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Leider kommen momentan etwas weniger Videos, sowohl bei mir als auch bei Max, soweit ich weiß. Einfach zeitbedingt, arbeitsbedingt. Ja, und was demnächst Andere rauskommt. Spiele bedingt. Andere Spiele bedingt, genau. Wir machen momentan sehr viel in WoW. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt auch das unten rein. Max spielt primär Druide. Ich spiele derzeit primär Hunter oder Main Hunter, Main Druide. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt, egal was, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns jetzt gleich im Nachtrag. Oder wenn ihr wollt, uns unten reingeschrieben habt, mal gerne in einem WoW-Stream, Video etc. So, ein weiteres Mal probiert es, zwei weitere Male beim ersten Nachtrag. Ist Max gestorben, hat gesagt, schaffen wir eh nicht mehr. Aber im zweiten Nachtrag haben wir es geschafft. Einfach ein wenig konzentrierter, beziehungsweise es geht noch besser, aber ja, wir Ja, sind Dennis zufrieden. ist nämlich gestorben. Genau, Dennis ist gestorben, aber wir sind zufrieden einigermaßen. 2 Minuten 52 und damit sind wir auf Platz 2. Beziehungsweise 3 und 4, aber Gruppe 2. Ihr kennt das ja. So ist es. Mit relativ großem Abstand auf die nächsten Genau, wir haben und ab 16 na, na, Sekunden. nach vorne hin lassen wir es einfach mal stehen. Ja, also ich finde, wenn wir die 5 und die 2 tauschen, Max, passt das. Eben. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ja, es ist ein einfacher Bild wieder diese Woche. Ihr braucht euch da keinen großartigen Gedanken machen. Lauft einfach durch, ihr habt es gesehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr unten ein bisschen weiter was kommentiert, was ihr so sehen wollt, was eure Wünsche sind. Ja, und dann versuchen wir die umzusetzen und dann sehen wir uns gerne nächste Woche wieder zum nächsten Rift. Bis dahin.